Der dunkle Rivale von Jude Watson ist das zweite Buch in der Jedi-Padawan-Reihe, die sich mit der Ausbildung von Obi-Wan Kenobi zum Jedi-Ritter beschäftigt. Die Handlung des Buches geht genau da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Obi-Wan und Qui-Gon Jinn sind inzwischen auf dem Planeten Bandomir angekommen, jeder mit seinen jeweils eigenen Verpflichtungen. Während Obi-Wan nun für das Agrikulturkorps arbeiten soll, nimmt Qui-Gon an Verhandlungen mit der rücksichtslosen Minengesellschaft Off-World Mining teil. Doch wie wir bereits am Ende des ersten Teils erfahren haben, befindet sich auch Qui-Gons ehemaliger Schüler Xanatos auf dem Planeten. Und wie sich herausstellt, ist Xanatos der Kopf von Off-World Mining. Und während es zwischen Qui-Gon Jinn und seinem ehemaligen Schüler zu einem Wiedersehen kommt, entdeckt Obi-Wan Kenobi eine Verschwörung. Also, was halte ich von diesem Buch, Der dunkle Rivale? Das Interessanteste an diesem zweiten Buch ist wohl die Einführung des Charakters Xanatos, der wohl zum Gegenspieler dieser Reihe werden wird. Jedes Kapitel in diesem Buch beginnt mit einer Rückblende, die dem Leser Qui-Gons und Xanatos gemeinsame Vergangenheit näher beleuchtet. Da es sich hier um eine Jugendbuchreihe handelt, entwickelt Xanatos natürlich nicht allzu viel Tiefe, aber als Gegenspieler für Qui-Gon und Obi-Wan, die sich erst noch als Team aufeinander einstellen müssen, funktioniert er wirklich gut. Am Ende dieses Buches wird Obi-Wan von Qui-Gon als Schüler angenommen. Und abgesehen von der Tatsache, dass Xanatos in diesem Buch entkommen ist, gibt es hier keinen direkten Cliffhanger, wie es noch beim Vorgänger der Fall war. Also, auch der zweite Teil der Jedi-Padawan-Reihe, Der dunkle Rivale von Jude Watson, bekommt von mir eine Empfehlung.